Und jetzt Meyers Nachtgedanken. Hallo, mal wieder eine Solo-Folge von mir. Ich habe wieder eine Frage an euch. Remakes. Jeder kennt Remakes. Viele der heutigen Kinofilme sind Remakes. Manchmal wissen die Leute es nicht, weil das Original ein alter Film ist. Manchmal möchten die Leute ein Remake davon, weil vielleicht die Effekte besser geworden sind oder weil man andere Schauspieler in die Rollen schicken könnte. Und manchmal sind Remakes auch komplett unnötig. Ich überlege mir jetzt so, warum macht man ein Remake? Simpler Grund. Erstmal, man hat einen bekannten Namen, der wieder aufgelebt wird. Man hat eine Formel, die schon mal funktioniert hat. Das heißt, auch beim zweiten Mal wird sozusagen das wieder funktionieren. Und drittens, man hat einen klaren, durchlaufenden Faden sozusagen. Man weiß genau, das muss ich machen. Man muss sich nicht zu viel künstlerische Freiheit nehmen. Man verfranst sich nicht in Ideen, weil man schon eine Grundstruktur hat, an die man sich halten kann, nicht halten muss. Jetzt sage ich aber mal so, ein Remake, was ich ganz okay fand, war, nicht okay, aber es war halt da Point Blank. Das Remake war okay, weil die Stunts beeindruckend waren. Der restliche Film war leider Schrott. Aber da hat man jetzt so das Original mit Keanu Reeves, dann hat man das Remake. Ja, können meiner Meinung nach nebeneinander existieren. Jetzt haben wir was ein schlechtes Remake ist. Wie das Oldboy Remake von Spike Lee. Ja, das war nicht ganz so nötig. Und da hat das Original eigentlich schon alles gesagt. Dann hat man Sachen, wo die Leute gar nicht merken, dass es ein Remake ist. Gerade da würde ich jetzt mal Infernal Affairs und natürlich dann Departed. Departed ist ein toller Film, keine Frage. Super Cast, tolle Schauspieler, spannend. Aber Infernal Affairs ist auch super geschauspielert, hat einen guten Cast und ist super spannend. Musste das geremaked werden? Es wurde für ein amerikanisches Publikum amerikanisiert. Ist das was Schlechtes? Nicht unbedingt. Man hat den Film praktisch gesehen nichts weiter als einen amerikanischen Look angezogen und man hat den Film, wie soll man es nennen, man hat ihm eine leicht andere Ausrichtung gegeben. Man hat jetzt ein anderes Weltbild in dem Film repräsentiert. Trotzdem bleibt der Film gut. Das liegt daran, weil das ein Prämissenfilm ist. Die Prämisse ist, ein böser Cop, ein schmutziger Cop und ein schmutziger Gangster, eingeschleust bei den anderen, versuchen jetzt die Pläne rauszufinden. Das ist ja was ich immer wieder remaken könnte. Das könnte ich auch im Weltall spielen lassen, 3000 Jahre in der Zukunft. Weil das ja eine sehr simple Handlung ist. Aber es gibt ja Sachen wie Oldboy. Das ist ja nicht nur Konzept Rache. Das ist ja sehr viel mehr. Und deswegen, Remakes sind nicht immer nötig, meiner Meinung nach. Ein gutes Remake nimmt das, was das Original hatte, macht mehr draus und verbessert es. Scarface ist da, würde ich sagen, das Simpelste. Das Scarface Remake ist der Legendenfilm. Es hat den Original Scarface komplett abgelöst. Dann gibt es Sachen wie Kap der Angst. Was ist besser? Cape 4 das Original oder Cape 4 das Remake? Cape 4 hat definitiv ein paar sehr große schauspielerische Namen im Remake, die eine tolle Performance abgeben. Das Original ist aber auch nicht zu verachten. Muss man es überhaupt noch vergleichen? Weil das Original ist eh immer da sozusagen. Das wird ja nicht geändert, nur weil es Remake gibt. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel, es ist in Planung, dass The Raid, der indonesische Actionfilm, dass der geremaked wird als amerikanischer Actionfilm. Da denke ich mir, mit der Richtung, die der amerikanische Actionfilm zurzeit geht, halte ich das für sehr, sehr verwerflich, weil der Film lebt von seiner Brutalität, seiner Schnelligkeit, seiner Härte. Der Film ist aber so brutal und extrem an einigen Stellen, das würde man in einer Multimillionen-Dollar-Produktion aus Amerika nicht sehen. Und deswegen glaube ich, würde das nichts bringen, den Film zu remaken, weil das auch einer der Punkte ist, die den Film ausmachen. Also, was sind eure Meinungen zu Remakes?
Versucht ihr Remakes anzugucken? Versucht ihr ihnen aus dem Weg zu gehen? Schreibt uns eure Meinung. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.